Die nächste Generation der Jedi. Wir suchen einen gefährlichen Flüchtling. Keinen normalen Anarchisten, sondern ein Mitglied des verräterischen Ordens der Jedi. Nein! Sieh an, ein Lichtschwert. Ich war allein, das ziemlich lang. Und hatte Angst, dass sie erfahren, wer ich bin, was ich bin. Und du bist nicht allein. Nicht mehr. Hey, BD-1. Ich bin Cal. Nimm die Laser aus meinem Essen! Dann sollte ich jetzt rausfinden, wer ich bin. Ein paar Rumpler wirst du doch ertragen, Kleiner. Marin, richtig? Ich habe Jahre auf die Chance gewartet, meine Schwestern zu rächen. Ich weiß, wie es ist, alles zu verlieren. Die Schwestern der Nacht und Jedi reisen nicht zusammen, aber Überlebende. Wir passen uns an. Das Schicksal des Ordens der Jedi liegt in deiner Hand. Das Leben weiß, wie es dich trotzdem auf dem Weg nach vorne zwingen kann. Führt die Orna 66 aus. Jeder Jedi begegnet der dunklen Seite. Wir können etwas anderes aufbauen. Etwas Besseres. Sie wird auch dich verraten. Niemand stoppt das Imperium. Der Schmerz hat mich nur stärker gemacht. So viel Hass. Scheitern ist nicht das Ende, mein Freund. Es ist ein notwendiger Teil des Weges. Hoffnung überlebt immer in denen, die bereit sind, weiterzukämpfen. Ich werde nie vergessen. Ich werde eure Lehren erhalten und euer Opfer ehren. Gemäß dem Recht des Rates, Cal Kestis, steh auf, Jedi-Ritter. Und vergiss nicht, vertraue nur der Macht. Und wohin jetzt? Und damit herzlich willkommen zu Star Wars Basis Gaming. Ihr seht schon, wir sind hier in Jedi Survivor. Das Spiel ist halt rausgekommen und ich bin mega gehypt. Um 6 Uhr konnte man das Spiel starten. Ich leider nicht, weil das einfach nur abgestürzt ist. Ich musste Reparatur durchführen an dem Ganzen. Das hat ein paar Stunden gedauert. Ich dachte, ich könnte es heute nicht starten, nicht Let's Playen für euch, aber doch. Nach der Reparatur hat alles funktioniert. Keine Ahnung, wo der Fehler lag. Ich hoffe, es stürzt nicht ab. Ihr seht, ich könnte auch weitergehen. Ich habe die erste Cutscene geskippt, muss aber einmal kurz anspielen, um zu gucken, ob die Aufnahme funktioniert. Es funktioniert, das heißt, so ein klitzekleines bisschen weiß ich bisher, aber wir starten jetzt die Reise einfach nochmal neu, damit ich die Cutscene auch sehen kann und wir dann vernünftig reinstarten. Während die Cutscene bin ich leise und es geht gleich los. Ich freue mich mega. Ich hoffe, ihr auch. Bis gleich.
Dieser Bereich ist abgeriegelt. Nennt euer Anliegen. Sightseer. Ich hab die Gerüchte nicht geglaubt. Ein Jedi. Und wir haben ihn lebend ergriffen. Der Senator erwartet uns. Sie können passieren. Wir wollen den Senator nicht warten lassen. Ja. Wärst du doch mit dem Rest deiner Leute gestorben, Verräter. Und wo ist die Übergabe? Oha, so kann man ein Spiel auch anfangen, okay? Sicher, aber was hält den Senator davon ab, uns den Gefangenen abzunehmen und uns in eine Skylane zu werfen? Er muss diese Sache geheim halten. Ja, alles klar. Er umgeht die Inquisitoren und überbietet Vader. Der Bursche treibt ein gefährliches Spiel. Genau, ehrlich gesehen dachte ich, wir kommen irgendwie so nach 50-60% des Spiels nach Coruscant oder das ist so das Finale. Aber wir starten einfach mal auf Coruscant, Leute. Hela, wir machen einen Umweg. Ah, ich liebe das. Ich liebe das jetzt schon. Da steht übrigens, glaube ich, Eats, also Essen. Es müsste ein E-A-T-S sein, aber ja gut. Einfach mal in der Coruscant-Unterwelt, ey. Halte dich an den Plan, das wird schon. Solange ich bezahlt werde. Wie geil das aussieht. Es erinnert natürlich mega an Braca, ist aber natürlich was ganz, ganz anderes. Guckt euch das einfach mal an, wie krass das hier aussieht, Leute. Ja, ich komme hier mit. Ich habe Rechte, wissen Sie? Gehen Sie freiwillig oder wir verhaften Sie. Hier einfach mal so eine Kantine. Wir sind Bürger, so können sie uns nicht behandeln. Ja? Sagt wer. Hat er irgendwie die letzten 10 Jahre unter einem Stein gelebt? Also. Ja, vielleicht. Unter sehr viel Metall. 46 hat schon bessere Tage gesehen. Krieg ist teuer. Irgendwer muss ihn bezahlen. Wie cool das einfach ist. Wie viel Atmosphäre, ey. Nicht, wenn man der Propaganda glaubt. Ah, da ist wohl der Senator. Klingt nach der Stimme des Imperators. Unglaublich, dass ich gleich einen Senator treffen werde. Heutzutage zeigt er sich kaum noch in der Öffentlichkeit. Gut, dass er für uns eine Ausnahme macht. Tja, bin ich mal gespannt, ist das ein Gegner oder ein Verbündeter? Wenn er das hier alles so geheim halten will. Ich seh's. Schon gescannt. Ganz ruhig, Offizier. Der Senator sorgt nur dafür, dass alles einwandfrei läuft. Ja. Und schon geht's weiter. Wir kommen Aufzug runter. Ihr könnt mich jetzt gerade nicht sehen, aber ich habe so ein breites Grinsen auf Gesicht. Das tut so gut, jetzt einfach Jedi Survivor zu spielen, ey. Jede Zuwiderhandlung führt zur Inhaftierung durch die Sicherheitspatrouille. Oh mein Gott, ich muss wirklich auch über Bash besser lernen. Komm hierher, Jedi. Der Rest von Ihnen bleibt hier. Das war nicht die Abmachung. Abmachungen ändern sich. Diese nicht. Ich komme mit. Oder wir gehen zu Fuß. Nur Sie. Die anderen müssen warten. Oh, was passiert mit den anderen? Terrorist. Du lässt dich so von ihm nennen? Jetzt reicht's. Wo habt ihr ihn aufgespürt? Nachtmarkt. Er wollte eine Kiste mit Elektroprotonenbomben von einem chakrianischen Waffenhändler kaufen. Wie habt ihr es geschafft, ihn zu verhaften? Jedi müssen schlafen, genau wie wir. Sobald der Senator dich in die Finger bekommt, wirst du dir wünschen, du wärst tot. Ist immer schön, einen Fan zu treffen. Wie krass das einfach ist. Hier entlang, Jedi. Ja, umgebaut? Okay. Kümmern Sie sich um Ihre Angelegenheiten. Das ist meine Angelegenheit. Der Gefangene muss in einwandfreien Zustand sein. Der Senator hat verlangt, dass ich ihm den Gefangenen lebend bringe. Und er atmet noch, oder nicht? Ah, Droiden. Aua. Ist der Sektor gesichert? Ja, Senator. Das will ich hoffen. Vaders Hunde schnüffeln ständig herum. Ein Jedi ist dieser Tage seltene Beute. Was haben Sie mir noch mitgebracht?
bezahlt den Mann. Es war mir eine Freude, Senator. Hoffentlich ist das nicht das letzte Mal, dass wir Geschäfte machen. Der abtrünnige Jedi Cal Kestis. Ihr habt euch bereits einen Namen gemacht. Sabotage von Waffenlagern. Stören von Versorgungslinien. Trägt offen das hier, sodass es jeder sehen kann. Der gescheiterte Putsch auf Norset. Das war euer Werk, nicht wahr? Was wollt ihr, Senator? Ein Geständnis? Sie wissen, dass ich mit Sorge Rever gearbeitet habe. Bevor ich euch dem Imperator übergeben werde, werdet ihr mich zu den restlichen Jedi führen. Es geht nicht. Es gibt nur noch mich. Widerstand ist völlig zwecklos. Ich werde es herausfinden, so oder so. Womöglich werden schon einige Worte dafür ausreichen. Doch da drin stehen mir einige andere Mittel zur Verfügung. Doch vielleicht verwende ich einfach das! Deines Meisters Lichtschwert. Jaro Tapol. Ein Verräter, wie ihr es seid. Eines Tages werden sich unsere Kinder wohl fragen, was ist das für ein Ding? Ein Relikt einer korrupten Institution, zerstört durch ihre eigene Arroganz. Arroganz ist eine Falle, in die viele von uns tappen, Senator. Ich bin sicher, der Imperator wird sich nicht daran stören, wenn ich euch in Einzelteilen übergebe. Was? Habt ihr wirklich geglaubt, ihr könntet mich gefangen nehmen? Sie haben streng geheime Militärinfos auf ihrer Yacht. Und sie haben sie direkt zu mir gebracht. Danke, BD. Dafür werdet ihr brennen. Das gehört mir. Oh mein Gott, es geht los. Haltet den Jedi auf! Was für ein Tutorial? Was für eine Yacht? Okay. Y einen Machtangriff einzusetzen. Und jetzt kommen die alle einzeln. Wir die Machtangriff sehen. Okay. Oh, fühlt sich das gut an. Okay. Ja, komm her. Okay. Interessant. Weg mit dir. Autsch. Hat er da seine Hand verloren? Nein, okay. Ja gut, die sind noch relativ einfache Gegner hier. Komm, versuchen wir die mal hier runterzuschmeißen. Ah, ich habe keine Macht mehr. Okay. Das war's mit dem. Komm schon. Ich. Weg mit dir. Oh, Autsch. Ah ja, okay, dieses Konterblocken geht auch noch. Die Yacht sieht aber schnell, Senator. Los, BD. Jetzt kommt er zu uns. Das wird ein bisschen eng. Oh, sehr eng. Festhalten! Alles okay. Kann passieren. Wir müssen zu dieser Yacht. Das war knapp, Kumpel. Interessant. Oh, macht das einen Spaß. Das ist nicht dein Fehler. Wir holen die Yacht schon ein. Lauf hier. Schön klettern. Boop, boop. Ah, um zu springen, okay. Wer? Oh! Hä? Okay. Da hatte ich jetzt kurz Angst. Lass mich hier bitte rauf. Ah, um zu springen. Okay, jetzt hat er es. Jetzt hat er sich hier festgehalten. Doc, wo ist der Senator? Seine Yacht ist weg. Siehst du sie? Negativ. Noch da springen, okay. Was ist mit dem Gefangenen? Muss ich jetzt lang hier rauf? Ja. Ich will eine Bestätigung, bevor ich ihn
bevor die Kommunikation des Senators wieder online ist. Hier lang? Ach, wir müssen mal hier kurz runter gucken. Oh, guckt euch das an, wie cool das aussieht. Einfach mal kurz hier den Ausblick genießen. Alter. Oh! Wir müssen weg, BD. Oh nein, auf uns ist geschossen. Aber das war ja irgendwie klar. Oh! Dass das mit der Verhaftung nicht so wirklich das ist, das Wahre ist. Okay. Oh mein Gott, wir können hier einfach so rumgucken. Da kommen wir da durch. Scannen. Ich kann sie nicht öffnen. Du hast nicht zufällig eine Lösung, oder? Ha. Gucken wir mal hier. Übrigens, ihr seht das, ich spiele mit Xbox-Controller, aber ich mache es hier am PC. Klingenemitter, Geduld. Okay, nein, ich habe keine Geduld. Ich will hier weiter zocken. Kann ich das hier vernichten? Nein. Sieht aus wie ein kleines Holocron. Egal, wir gehen einfach weiter. Ich habe übrigens auch noch nicht entschieden, wie ich hier verfahren will. Ich weiß, es gibt hier eine Menge an Sachen, die optional sind und so. Ich weiß nicht, ob ich das in Let's Plays machen möchte oder ob ich nicht lieber erstmal nur die große Story und dann für kleine Sachen oder so Zwischenfolgen mit so Sachen, mit so optionalen Sachen. Das weiß ich noch nicht. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das gerne sehen wollen würdet. Aber jetzt erstmal gucken, dass wir hier über die Mülldächer Coruscants. Doppelsprung! Welche Informationen der Senator hat. Ich hoffe, sie sind hoch das Risiko damit. Wert. Ich hatte fast damit gerechnet, dass dieser Senator rausstellt, dass der unser Verbündeter ist. Aber scheinbar nicht. Rauf hier. Hier geht's weiter. Und dann. Da muss ich ja wohl nicht lang, oder? Hier irgendwo. Ah, okay. Ich bin blöd. Wie komme ich denn. Wie soll ich denn da bitte schön raufkommen? Ah, okay. Jetzt hat's geklappt. Rauf hier. Wir müssen wahrscheinlich da hinten irgendwo hin. Wirklich, wirklich cooles Tutorial. Und es erinnert natürlich an Bracca aus Fallen Order, weil es hier natürlich so dreckig und verkommen ist. Aber es ist halt trotzdem was ganz anderes. Finde ich richtig cool. Können wir uns ausruhen. Okay, ruhen wir uns aus. Meditieren. Dächer, Meditationspunkt entdeckt. Die Interaktion mit einem Meditationspunkt speichert das Spiel und ermöglicht den Zugriff auf mehrere andere Spieloptionen. Ausruhen. Wenn du dich an einem Meditationspunkt ausruhst, regenerierst du Cals Gesundheit und Macht und alle Gegner respawn. Das ist natürlich... Und Fähigkeitenbaum. Setze deinen Fähigkeitenpunkt ein, um ausfallender Schlag zu lernen. Machen wir. Fähigkeiten. Lichtschwert, Überleben oder Macht. Wir machen mal Lichtschwert. Eine Fähigkeit verfügbar. Ausfallender Schlag. Halte Y, um einen weitreichenden Stoßangriff auszuführen. Machen wir. Boom. Okay. Okay, interessant. Kann ich hier auch verbesserte Beinarbeit? Reicht weiter. Sturmhieb. Fliegers. Alter. Hier werden wir so viel machen können. So, so viel. Ich ruhe mich jetzt nicht aus, dann habe ich nicht volle Gesundheit, aber dann. Oh, eigentlich ist es auch. Eigentlich ist es Quatsch. Komm, ich mache es trotzdem. Da hinten werde ich jetzt trotzdem nicht reinkommen, ne? Bin ich mal gespannt, ob man hier irgendwie. So, jetzt haben wir es aber. Ob man hier irgendwie wiederkommt, gucken wir mal einmal. Wir können es hacken. Oh mein Gott, da hinten ist auch noch was. Gut, dass ich hier lang geguckt habe. Okay, vielleicht müssen wir doch hier lang. Lasst uns einmal kurz hier gucken. Ein Echo. Bitte nicht. Ich flehe sie an. Ich habe im Krieg gekämpft. Wohl kaum. Und jetzt verzieh dich. Befehl vom Senator. Es reicht. Er schießt ihn. Okay, hier muss ich... Ich hätte gedacht, wir müssen hier lang, aber müssen wir wohl nicht. Und da haben die einfach einen Klonkriegsveteran umgebracht. Was machen wir hier? Ja. Wasser aus machen wir hier scheinbar. Springen. Oh mein Gott, geht das hier tief runter. Oh, da darf ich gar nicht hingucken. Ich finde das irgendwie krass, dass so Höhenangst... Also, ich habe nicht so mega Höhenangst, aber schon Höhenangst. Dass das selbst in Spiele sich verwandelt. Fand ich früher beim ersten oder zweiten Spider-Man-Spiel krass, immer von den Dächern zu springen. Vielleicht muss ich hier gar nicht lang und dann so ganz kurz vom Boden das Netz von Spidey zu aktivieren. Muss ich doch hier lang? Kann doch nicht sein, dass ich jetzt schon im Tutorial zu blöd bin. Von da kam ich ja. Hier, darauf, okay. Muss ich also doch hier lang. Der Verdächtige ist männlich. Wurde zuletzt in Dock 27 gesehen. Tschüssi.
Und pariert. Sehr schön. Ja, scannen wir mal. Lager von Obdachlosen. Kommen wir hier durch? Kommen wir, können wir sogar vernichten. Autsch. Okay. Runterziehen. Sehr schön. Und hier durchquetschen. Kommen wir in einen neuen Levelabschnitt wahrscheinlich. Und da ist die Luxusjacht. Finde ich cool, das sehen wir nicht so oft. Holokarte freigeschaltet. Die Holokarte zeigt Pfeil Kells aktuelle Position und die Position des Hauptziels an. Das Gebiet mit dem Hauptziel wird zudem in Gold hervorgehoben. Okay. Gelbe Tore führen zu unerforschten Gebieten. Grüne Elemente zeigen verfügbare Wege an, während rote Elemente aktuell gesperrt sind. Du kannst die Farben in den barrierefreien... Ja gut, das brauche ich nicht. Die Legende Y zeigt Symbole für andere Sehenswürdigkeiten und Filter an, die ein- und ausgeschaltet werden können. Okay, unter Sammelobjekte wird dein Fortschritt für das aktuelle Gebiet angezeigt. Interessant. Da müssen wir lang. Von hier kamen wir, oder? Also hier links lang. Hier jetzt lang? Ja, ne? Ja, da sind auch Gegner. Hier geht's tief runter. Kerl ist aber auch stark hier. Angriff! Oh, das muss wehtun. Ja, ihr kriegt die Schüsse direkt wieder zurück. Perfekt. Sturmtruppen überleben hier wirklich nicht viel. Ja, komm ich da nicht hoch? Muss ich da nicht hoch? Wartet. Nein, da muss ich hier lang. Okay. Aber das sah trotzdem so aus, als ob das reichen würde, da hochzukommen. Oh, Lichtschwertkampfstil zu wechseln. Oh mein Gott, Double Lichtschwert! Okay, das Doppelkling-Lichtschwert ist dann wohl... Oh mein Gott! Ist dann wohl für mehr Gegner geeignet. Oh, die tun mir schon fast ein bisschen leid. Haben wir hier irgendwas in dem Raum, was wir erkunden können? Scheinbar nicht. Hier können wir uns anschwingen. Niemals! Au. Halte LB unmittelbar vor dem ersten Schuss, wenn du den Doppelklingenkampfstil verwendest, um den gesamten Beschuss vom Gegner. Okay. Ich verwende nicht den. Wartet. 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 Ich muss gleich wieder blocken können. Autsch. So. Jetzt probieren wir es nochmal. Alles zurückgefeuert. Jawoll. Okay, ich sollte vermutlich. Oh mein Gott, ich dachte, ich kann mich dann dahin ziehen. Ups. Ups. Waren wir hier schon da? Alles klar bei dir? Ja, wir haben uns einfach ein Stückchen weiter gespawnt. Okay, interessant. Nein, ich will mich doch zur Wand fallen lassen. Ich habe doch B gedrückt. Das ist nervig. Okay, ich muss mich. Oh, jetzt bin ich fast schon wieder runtergefallen. Oh nein. Oh nein. Oh mein Gott. Gut, dass ich mich ranziehen konnte. Rauf hier. Rauf hier. Ja, da muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Komm schon. Ich nach unten sehen. Und übrigens, ich habe es jetzt noch nicht gesagt, aber es werden heute natürlich mehrere Folgen hier. Jedi Survivor kommen die nächsten Tage auch. Hab dich, Verräter. Wo warst du so lange? Ach, ich hab ein bisschen rumgehangen. Und die Aussicht genossen. Ist eine Weile her, dass ich auf Coruscant war. Hm. Danke, Baut. Dafür bin ich hier, Kestis. Und wir haben unseren Partner. Nice. Als ich das Dock einstürzen sah, dachte ich, dieser Raub wäre schnell vorbei. Warum sollten wir es ihnen einfach machen? Ha! Wo ist die Crew? Unterwegs zur Yacht. Wir treffen sie dort. Oh, und Bravo will Funkstille. Funkstille? Bravo kennt sich aus. Was ist das hier? Abkürzung freigeschalten. Nice. Cool. Aber der Schauspieler hier von Boat ist auch echt krass. Der hat eine krasse Geschichte in Star Wars gelegt. Hey,
erinnere mich, dir irgendwann von dem Job auf Corrida zu erzählen. Anscheinend hat diese Fabrik die Yacht gestoppt. Ich würde das als einen Erfolg bezeichnen. Keine Kanonenboote. Die Crew macht wohl Unfug. Lassen wir sie besser nicht warten. Okay. Gehen wir hier weiter. Aktivieren wir. Hier dieser, der Schauspieler Noche Dalal, der hat Varku also, Gray in. Warte mit. Sieh dich in der Umgebung um und dann was? Achso, okay. Kannst du diese Kiste zerlegen? Versuchen kann ich. Das ist aber cool, dass jetzt auch man seinen Freunden hier so Befehle erteilen kann, sozusagen. Kann ich jetzt hier hochspringen? Jawohl. Jawohl, BD1. Du bist gut hier. Dieses Jetpack ist praktisch. Erinnere mich daran, dir zu erzählen, wie ich dazu gekommen bin. Und hui! Wer hat dir beigebracht, dich so zu bewegen? Mein Meister. Nach jedem Sturz hat er mich wieder auf die Füße gestellt. Oh mein Gott, was habe ich hier getan? Ich dachte, da wären noch ein paar andere Sachen. Ah, hier an der Wand entlanglaufen, ne? Naja. Oh, das ist schon cool. An so einer LED-Wand da zu laufen. Die Suche nach uns. Einmal kurz hier raufgehen. Gibt es hier irgendwas? Okay, da kommt man nicht rauf. Interessant. So lang. Oh. Boot. Wie soll ich darauf kommen? Hier klettern? Kann ich hier klettern? Kann ich nicht. Kann doch nicht sein, dass ich zu blöd bin hier. Ach, kann ich hier entlang rennen? Kann ich. Aber wie komme ich da? Ah, da kann ich mich hochziehen. Okay. Beeindruckend. Sehr beeindruckend. Siehst du das Kabel? Schon dabei, Kevin. Dann kann ich mich da wahrscheinlich auch raufziehen. Bitte? Hallo? Jawoll! Und hier rutschen wir direkt wieder runter. Ich will nicht wissen, was das für ein Wasser ist. Das ist bestimmt irgendein Abwasser. Eimerköpfe unter uns. Wir können sie nicht umgehen. Dann eben mittendurch. Mittendurch. Angriff. Feinde in der Nähe. Ich gebe dir Deckung her. Ich bin mal gespannt, wie die Deckung aussieht. Ja komm, vernichte den mal hier. Oh, der macht Schaden. Nett. Au, ich kann nicht mehr blocken. Okay. Ich wollte hier mal kurz austesten, wie das so funktioniert. Ah, komm schon. Autsch. Hört mal auf hier, ich hab gleich kein Leben mehr. Gute Arbeit, Kerl. Hacken wir das? Können wir das hacken? Ups. Interagieren hier. Truppe im Anmarsch. Sollten Sie überraschen. Klar, auf dein Signal. Oh mein Gott. RB und drücke dann X, um Bo zu bitten, einen anvisierten. RB? Mach ich doch. Jetzt. Ah, okay. Da kann man direkt verschiedene Angriffe hier befehlen. Das ist nice, da bin ich mal gespannt, was die verschiedenen Charaktere können. Du kannst kämpfen. Ja, du auch. Ich kann keine Binärsprache, aber ich verstehe dich, BD. Gruppenaktion. Versuchen wir es da lang. Hör auf, meine Gedanken zu lesen, Jedi. Kann Boat da irgendwas dran machen? Ah, das Jetpack ist wirklich cool. Zieht ihr das jetzt einfach? Okay. Na dann mal. Dann geht's mal los hier. Oh, komm schon, ranziehen. Jawohl. Auf hier. Okay, ich regeneriere mich bitte. Konzentration. Kampfstile können wir jetzt auch ändern. Lass uns mal kurz bei Kampfstile gucken. Wir haben nur die beiden. Okay. Ah, das ist schwächer, aber schneller und die Verteidigung ist besser beim Doppelklingen Lichtschwert. Echt cool. Bereit, Kerl? Ja. Jawohl. Dieser Ort ist eine Geisterstadt. Coruscant hat sich in den letzten Jahren sehr verändert. Heute ist John, es springen. Draußen zu sein. Jetzt wieder eine Bar. Mega cool. Ärger. Wir sollten der Patrouille ausweichen. Oh, man kann da sogar rein. Nice. Scann das mal, BD, bitte.
Das ist Nudeln. Oh mein Gott! Weiter gucken, weiter. Oh mein Gott. Ja. Weg mit dir. Den will ich ranziehen. Au! Oh. B, um dich schnell zu erholen. Okay. Das ist cool, dass man dann so schnell da aufstehen kann. Okay. Oh mein Gott. Kriege ich hier so einen kleinen Herzinfarkt? Ja, Boat kann einfach fliegen. Warum kriege ich kein Jetpack? Netter Speeder da drüben. 2 nette Speeder da drüben. Angriff! Okay, ich dachte, ich könnte einfach auf die angreifen hier. Ach so. Ja, klar, und das überlebe ich jetzt. Wo ich das gerade nicht überlebt habe. Langsam geht jetzt anders. Okay. Ausweichen und wieder angreifen. Boat schnappt sich gerade. Au. Au. Ich hätte gerne ein Stim. Oh, das war knapp. Die spielen nur auf Jedi-Ritter, also. Komm zurück zu euch. War's das? Wird ihnen eine Lehre sein. Okay, wo geht's jetzt lang? Lass uns umkehren. Ja. Hui. Was gefunden? Ich kriege die Hälfte. Prioritklumpen. Okay. Keine Ahnung, was das ist. Werden wir uns später mal angucken. Geht's hier weiter? Vielleicht geht's da auch weiter, ich weiß es gar nicht. Gucken wir mal. Okay, ist das nicht der Weg, den ich gerade genommen habe? Aber wo müssen wir jetzt lang? Ach, vielleicht da unten weiter. Da hinten, das ist, glaube ich, der richtige Weg. Lasst uns mal hier lang gehen. Und eigentlich wollte ich die Folgen so eine halbe Stunde aufnehmen. Wir haben jetzt die halbe Stunde. Hä? Wo sind hier Stunden? Nach da hinten. Ja, schieß. Jawoll, der ist weg. Jetzt haben wir schon eine halbe Stunde, aber jetzt, also diese Mission hier auf Coruscant muss ich auf jeden Fall zu Ende machen. Boat nicht so nah ran. Ding explodiert. Ein Fähigkeitenpunkt erhalten. Nett. Sehr, sehr nett. Können wir dann hier durch? Nein, können wir nicht. Okay. Ich denke, BD möchte, dass du das Ding umwirfst. Erhalte ich jetzt Befehle von einem Droiden? Jawohl. Danke, aber wie kommen wir darauf? Ah, hier. Nee. Okay, ich muss das wahrscheinlich hier rumziehen. Das ist cool, dass man das so frei bewegen kann, aber nicht wirklich so hochheben kann wie in The Force Unleashed. Macht es natürlich ein bisschen schwieriger, aber funktioniert trotzdem. Rauf hier und rauf hier. Jawoll! Klingt so wie so ein Gong-Droide. Klingt wie Gong-Droiden-Musik. Der Imperator hat den Jedi-Tempel zu seinem Palast gemacht. Ja, das kann das Imperium am besten. Kommen wir denn etwas, was du liebst und mach daraus etwas, dessen Anblick du nicht mehr ertragen kannst. Wo kommen wir jetzt hier lang? Das macht mich wahnsinnig gerade, dass ich nicht weiß, wo ich hier lang muss. Irgendwie, ach so, an der Wand lang rennen. Ist es das, was ich machen soll? Nein. Ich weiß nicht, wie ich da rüberkommen soll. Hä? Kann ich mich hier oben dran hängen? Auch nicht. Ich verliere jedes Mal Leben. Boat, kannst du das da umdingsen? Nee. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Hallo? Kann ich mich hier oben dranhängen? Ja. Ah, jetzt wünschte ich mir, ich könnte besser Aurobash lesen. Wenn das einer von euch lesen kann, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Hui! Oh mein Gott! Nochmal an der Wand gerettet. Huiuiuiui. Wie lange hast du mit Saw Gerrera gearbeitet? Nicht lange. Ein paar Jobs hier und da. Du hast ihn offenbar schwer beeindruckt. Das ist nicht einfach. Ich beherrsche meinen Job und stelle keine falschen Fragen. Diese Kombination öffnet viele Türen. Interessant, er hat mit Saw gearbeitet. Das würde natürlich auch die Möglichkeit eröffnen, dass wir ihn mal hier sehen. Denn wie gesagt, Noshe Dalal war auch die Stimme von Rampart. Und
jetzt hier das? Also der Schein blieb zu sein, würde ich sagen. Wir über die Brücke kommen. Wir setzen die Werkzeuge des Imperiums gegen sie ein. Oh, was soll ich aktivieren? Irgendwo soll ich was aktivieren? Da, okay. Ja. Aktivieren. Aktivier's. BD1. Ist das... Das ist eine Abkürzung für, wenn wir nochmal hier langkommen. Weg mit dir, ouch. Schuss ins Gefauen. Oh. Abgewehrt, sehr schön. Und was? Der ist noch nicht besiegt. Ouch. Ich will mein Einserschwert, jawohl. Das war's mit dir. Oh. Einfach mal mitten in der Luft. Okay. Wartet mal. Ich weiß jetzt nicht, was der offizielle Weg ist. Gehen wir da durch. Abkürzung freigeschaltet, aber müssen wir jetzt hier lang oder durch die Abkürzung da drüben? Ich guck mal einmal, was hier so los ist. Ich gehe mal hier lang. Das sieht mir nach der offizielleren Weg. Alter! Aua! Darauf habe ich mich gefreut. K405. Oh nein! Au! Kann ich irgendwie Feinde... Jawohl, ich glaube, das wurde mir noch nicht erklärt. Dass ich hier so Feinde auch so markieren kann und dann auch konzentriert bin. Jawohl, ihr macht Angriff. Und den Kalk Sicherheitsfrieden. Was? Angriff! Mit Bolt, jawohl! Der Typ mochte dich wirklich nicht. Nee. Ich glaube, von dir war er auch nicht gerade ein Fan. Ich sehe keinen Weg nach oben. Sehen wir uns um. Kann man da irgendwo rauf? BD hat anscheinend was gefunden. Was ist das hier? Untersuchen wir das mal. Was gefunden, Kumpel? Was hat er da? Ein Kletterseil. Die Arbeiter nutzen so etwas jetzt. Kannst du es reparieren? Das Seil ist etwas ausgefranst. Aber nicht kaputt. Bekomme ich schon wieder hin. Du hast also das Imperium bekämpft auf Kashyyyk. Ja. Einen Kampfläufer gekapert. Und du hast allein ein imperiales Gefangenenlager befreit. Das war BD. Nur ihr zwei. Und ein paar Freunde. Und was ist mit dir, Neuer? Machst du das hier für die Kredits? Kredits schaden nie, aber... Ich... Ich habe eine Tochter. Kata. Ich sehe sie viel zu selten, aber immerhin kann ich für sie sorgen. Bestimmt hart, nicht bei ihr zu sein. Hm. Und die Mutter? Na, ist gestorben. Das Imperium hat sie uns genommen. Tut mir leid. Sie haben viele getötet. Es werden immer mehr. Hast du sowas schon mal benutzt? Krieg ich schon hin. Ich war Schrottsammler auf Bracca. Du hast schon einiges erlebt für dein Alter. Man schlägt sich so durch. Wir alle, oder? Okay, das ist cool, dass hier gleichzeitig was passiert und die Story weitergeführt wird und wir die Charaktere besser kennenlernen. Ich hätte nur nicht, also Coruscant hätte ich nicht mitgerechnet im ersten Level, das Kletterkabel im ersten Level. Ach man, ich will immer X zum Interagieren drücken. Nein. Rechten Stick rein. Sehr gut. Bip, 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 bip. War doch nicht so schwer, oder? Und zurück zur Brücke. Da können wir uns. Wenn Gap sich langweilt, hätte sie zum Spaß den imperialen Funk. Ist sie so gut? Da können wir uns gleich hinziehen. Vom Syndikat ausgebildet. Aber sie hatte es sich mit ihren Arbeitgebern verdorben. Hä? Ich dachte, da könnte ich mich jetzt hinschwingen, aber scheinbar so nicht. Muss ich jetzt wieder runter? Ich glaube, ich bin teilweise einfach zu dumm für dieses Spiel. Also generell für Videospiele. Vor allem für so Open World Videospiele. Ohne mich jetzt selbst beleidigen zu wollen, aber ich glaube, manchmal
bin ich einfach zu blöd. Vielleicht muss ich auch einfach. Ja, okay. Bravo war ein Pilot für die Republik. Ex-Militär, das erklärt einiges. Wie hat deine Zusammenarbeit mit Kupolist begonnen? Kantine auf Norset. Ein Kopfgeldjäger hat uns aufgelauert. Die Zwillinge haben ihn in einen Minenschacht geworfen. Seitdem sind wir Freunde. Kriegen wir mehr neue Mitglieder hier? Sehr spannend. Komm, nochmal ausruhen, damit wir mehr Leben haben. Wir ruhen uns aus. Und dann, wo es lang geht. Ordentliche Crew-Castes. Hoffentlich leiste ich meinen Beitrag. Hui. Du hast uns zum Senator gebracht. Klingt, als wollt ihr meinen Anteil verdoppeln. Ist das so, BD? Laufen, laufen, laufen und... hier geht's nochmal weiter. Und das ist aber jetzt echt... echt coole, viele Neuerungen, muss ich sagen. Und um ehrlich zu sein, einerseits... Hey, Bravo. Irgendwie läuft nie etwas nach Plan, oder? Wo bliebe sonst der Spaß? Wie macht sich der Neue? Ein bisschen geschwätzig, aber gut im Kampf. Ha, danke sehr. Gelbs hat die Yacht gehackt. Der Senator kann nicht um Hilfe rufen, aber er hat sich ziemlich gut verschanzt. Wir stehen hier direkt vor der Yacht. Batista! Hab grad mit den Zwillingen gewettet, dass der Senator dich drinnen aufgestopft hat. Dann will ich einen Anteil. Hey, Cal, wenn du stirbst, krieg ich die Mantis, oder? Tut mir leid, Gabs, sie gehört nicht mir. Wie lautet der Plan? Die Yacht ist eine Sinarim Sidian. Der Senator hat Militärinfos auf seinem persönlichen Terminal an Bord. Damit hätten wir eine echte Chance gegen das Imperium. Das Problem ist nur, die Kabine hat Panzertüren. Die können nicht mal die Zwillinge aufstemmen. Und wie kommen wir rein? Ihr holt die Yacht runter, Jetpack. Dann beginne ich mit meinen Hackerkünsten. Mit meinem zauberhaften Assistenten. Ich schnapp mir einen Transporter und bin sofort wieder da. Ziehen wir es durch. Okay, auf zur Yacht. Aber ich würde sagen, nicht mehr in dieser Folge. Machen wir in der nächsten Folge. Aber wie gesagt, die kommt auf jeden Fall heute noch. Ich bin mega gehypt. Mir macht es mega viel Spaß. Ich hoffe, es macht auch viel Spaß beim Zuschauen. Ich würde jetzt mal ohne großes weiteres Tamtam sagen, bis gleich. Wir sehen uns in der nächsten Folge.